Schiedsrichter, die Einlaufkinder von der U9 des SV Mörsen-Schallendorf, unser Gast vom BSV Hamese und natürlich dem BSV Schwarz-Weiß reden. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz der heutigen Regionalliga-Partie zwischen dem BSV Rheden und dem TSV Hamese mit dem Endstand von 3:0 für unsere Gäste.
Ja, ich denke, auf meinem Zettel hier, rein von den Toren her, sieht das sehr eindeutig aus. Großartig. Besondere Vorkommnisse hatten wir nicht, von daher bin ich einfach... Achso, ich begrüße natürlich auch noch unseren Trainer, Mirza Gutzelak, und den anderen Trainer, André Breitenreiter vom DSV Havelse. Herzlich willkommen, und zu meiner Rechten, der Herr Breitenreiter, den bitte ich einfach mal um seinen Kommentar zum Spiel. Ja, zunächst von mir einen wunderschönen guten Tag. Ich denke, wir haben heute einen ganz, ganz souveränen Sieg und auch verdienten Sieg meiner Mannschaft gesehen. Ich kann meiner Mannschaft nur wirklich den allergrößten Respekt zollen. Wir haben dort das fünfte Spiel jetzt innerhalb von 15 Tagen, und die Jungs sind so gierig, die gehen ihren Weg und wollen unbedingt jedes Spiel gewinnen, und bekommen da eben den Plan mit und den setzen sie hervorragend um. Das hat heute auch sehr gut geklappt gegen einen Gegner, den wir auch öfter gesehen haben, und der ein sehr, sehr starker Gegner ist, das heute vielleicht nicht so umsetzen konnte, aber das war im Vorfeld für uns ein ganz, ganz schwieriges Spiel, und wir haben sie gesehen in Hannover, da haben sie eine wirklich sehr, sehr gute Leistung geboten, taktisch perfekt eingestellt vom Trainer, und das haben wir heute auch gewartet, und das war zu Beginn des Spiels auch so, dass wir uns sicherlich mit unseren müden Beinen etwas schwer getan haben, aber ja, durch gute Aktionen und Standardsituationen haben wir unsere Tore erzielt. Nachher hinten raus waren sicherlich noch die ein oder andere Möglichkeit da, vielleicht noch ein weiteres Tor zu erzielen. Aber wir sind natürlich hochzufrieden mit diesem Ergebnis. Wieder 3 Punkte nur hinter Kiel zu sein, 2 Tore aufgeholt zu haben und Holstein Kiel weiter unter Druck zu setzen, das macht so viel Spaß bei uns, und so soll es weitergehen. Reden und Brennberg wünsche ich natürlich ganz, ganz viel Glück und Erfolg für die nächsten Spiele. Drückt euch die Daumen. Ihr habt eine tolle Mannschaft, du bist ein super Trainer, und dafür alles Gute. Ja, vielen Dank, Herr Breitenreiter, und Herr Prebert, dann bitte ich dich um deinen Kommentar zu spielen. Erstmal danke, Herr Ander, für deine Worte. Also da gibt es auch nicht viel zuzufügen. Also ich denke, hochverdienter Sieg für Havelse auch in dieser Höhe überhaupt keine Frage. Ich habe auch Havelse oft auch gesehen, auch diese Saison. Also das ist auch für mich, habe ich schon hier und auch gesagt, nach dem Spiel gegen Kloppenburg, was ich gesehen habe, gegen Kloppenburg, also stärkste Mannschaft in dieser Liga, die machen das hervorragend. Taktisch auch sehr, sehr gut. Das ist auch ein Kompliment an andere. Machen sensationell gut, aber jede Position auch richtig gut auch besetzt. Und was andere gesagt haben, die sind einfach gierig. Das merkt man auch. Und das ist auch für mich auch stärker als Kiel. Und ich denke, wenn nichts Großartiges passiert, auch ich denke, haben sie wieder den ersten Platz schauen. Da bin ich mir sicher, auch im Harz, auch im Kiel auch gewinnen. Wir wollen heute, so lange wie möglich auch null halten, aber hat es uns leider nicht gelungen, weil wir haben auch so ein billiges Tor kassiert. Also nach Standardsituation, was ich eben gewarnt habe, und dann zweite Wahl, was ich auch zu meiner Mannschaft gesagt habe, also in jedem Spiel Havelse gewinnt zu 80% zweite Bälle. Und das ist auch sensationell, wie die das auch machen, wie die auch überhaupt von Position her Profil auch haben, Kopfballstärke, technische Stärke, Schnelligkeit nach vorne, über außen, also das ist schon sensationell. Kompromisslos hinten in Innenverteidigung. Also wie gesagt, ich freue mich immer, wenn ich Havelse irgendwo sehe, auswärts oder zu Hause. Das ist wirklich große Klasse. Mehr gibt es dazu nicht. Wie gesagt, noch viel Glück zur Restsaison gegen Kiel und Aufstieg. Wiederhole ich, wünsche ich euch auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Redner. Gibt es noch Fragen der anwesenden Medienvertreter zum Spiel? Das ist nicht der Fall, dann habe ich noch kurz die Endstände von den anderen Plätzen. Eine nicht so schöne Nachricht, Goslar gegen HSV 2-1:2. Wilhelmshaven gegen Neumünster 0-3 und ja, Reden gegen Havelse ebenfalls 0-3. Ansonsten hier steht noch als offen, aber ich denke, das ist der Endstand VfB Oldenburg gegen BV Kloppenburg 2-2. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche unseren Gästen noch einen schönen Sonntag und noch ein bisschen Spaß hier bei uns im Vereinsheim. Ich hoffe, viele von euch bei unserem letzten Heimspiel am 25. Mai gegen den BV Kloppenburg begrüßen zu können. Ich möchte noch einmal auf die Busanmeldeliste hinweisen, die unten im Vereinsheim ausliegt für das DFB-Pokal-Qualifikationsspiel bei Lupo Martini Wolfsburg. 28. Mai, 16 Uhr fährt der Bus ab hier in den Waldsportstätten. Vielen Dank und bis demnächst.